Ein deutsches Märchen. Peter Pan. Einst lebte die Familie Darling in London. Zur Familie gehörten die Eltern und ihre drei Kinder. Michael, John und das älteste Mädchen Wendy. Sie war ein sehr liebevolles Mädchen und kümmerte sich immer um ihre Geschwister. Sie hatten auch ein Kindermädchen für die Kinder. Es war ein großer Neufundländer, genannt Nana. Peter Pan käme hierher. Peter Pan, Captain Hook, Tinker. Am nächsten Abend wollten Frau und Herr Darling auf eine Party gehen. Sie verabschiedeten sich von den Kindern. John, Michael, Wendy, wir gehen. Alle Kinder gingen nach unten, um die Mutter zu umarmen. Die Kinder gingen zurück ins Schlafzimmer und legten sich schlafen. Bald darauf fiel ein Licht auf das Dach. Peter Pan und Tinkerbell waren zurückgekehrt. Peter Pan öffnete langsam das Fenster und eilte ins Haus. Tinkerbell fing an, um jede Ecke des Hauses herumzufliegen, Lärm zu machen und Gegenstände umzustoßen. Psch, mach keinen Lärm, du weckst sie auf. Tinkerbell öffnete die Schublade, in der sich Peter Pans Schatten versteckte. Ah, jetzt bleibst du bei mir. Peter Pan unternahm alle Anstrengungen, um seinen Schatten an sich zu binden. Es gelang ihm nicht. Psst, keine Bewegung. Aber Wendy stand schon auf und starrte Peter Pan mit offenem Mund an. Oh nein. Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Peter Pan. Ich versuche, meinen Schatten an mich zu binden. Gib ihn her. Ich mach das. Wendy fing an, ihn mit Nadel und Faden anzunähen. Während Wendy nähte, erzählte Peter Pan ihr von Neverland. Er lebte in Neverland mit den verlorenen Jungs. Er ist deren Kapitän. Er erzählt den verlorenen Jungs Wendys Gute-Nacht-Geschichten. Tinkerbell wurde eifersüchtig auf Wendy. Oh wow, was für ein abenteuerliches Leben du führst. Willst du mit mir kommen? Darf ich? Können meine Brüder auch mitkommen? Oh ja, warum nicht? Du kannst den verlorenen Jungs eine Mutter sein und ihnen Gute-Nacht-Geschichten erzählen. So. Jetzt kann dein Schatten nicht mehr vor dir weglaufen. Ich werde John und Michael aufwecken. Danke, Wendy. Peter schenkte Wendy einen Walnussanhänger als Zeichen der Dankbarkeit. Wendy stellte John und Michael Peter Pan vor. Beide Brüder freuten sich, Peter Pan kennenzulernen. Kommt schon, fangen wir mit dem Fliegen an. Es ist eine lange Reise. Aber wir können nicht fliegen. Es ist ganz einfach. Ihr müsst es einfach nur in eurem Kopf glauben und dazu ein bisschen Feenstaub. Komm her, Tink. Mit ein wenig Zögern überhäufte Tinkerbell sie mit Feenstaub. Seid ihr bereit zu fliegen? Ja! Okay, na dann los. Und dann begann ihre Reise. Auf dem Weg dorthin passierten sie die Londoner Brücke und Big Ben und bald flogen sie über den Wolken. Am Morgen, mit dem ersten Sonnenstrahl, sahen sie das größte Gebäude der Welt. Und etwas später sahen sie Neverland und landeten auf den weichen Wolken, um die Aussicht zu sehen. Das ist wunderschön. Schau, da ist die Meerjungfrau-Lagune. Hey, Peter, wo kommt der Rauch her? Das ist das Indianer-Camp und man darf es nicht wagen, das Schiff Jolly Roger zu ignorieren, in dem Captain James Hook und seine Piraten leben. Hook ist der fieseste Pirat aller Zeiten, aber er hat Angst vor dem Krokodil. Warum? Als ich gegen den Captain Hook kämpfte, schnitt ich ihm mit meinem Schwert die Hand ab. Oh. Das Krokodil biss Hook die Hand ab und mochte den Geschmack so sehr, dass es ihn verfolgte, um ihn aufzufressen. Zum Glück für Hook schluckte das Krokodil Hooks Uhr dabei. Sie macht Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock und warnt Hook, wenn das Krokodil in der Nähe ist. Auf einmal sah einer der Piraten die Kinder durch das Fernrohr. Captain, Captain, ich sehe Peter Pan und seine Freunde. Captain Hook kam aufs Deck und schnappte sich das Fernrohr, um es selbst zu sehen. An die Kanonen! Zielt auf Peter!
Feuer! 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 Diesmal wird er dran glauben müssen. Hey, sieh dir den Ball an. Lass uns damit spielen. Das ist kein Ball, das ist eine Kanonenkugel. Verstecken wir uns. Tink, bring die Kinder an einen sicheren Ort. Ich kümmere mich um Hook. Tinkerbell hat eine gemeine Idee, Wendy loszuwerden. Wendy, du bleibst einfach hier, ich komme später zurück. Okay, sei vorsichtig. Sie nahm John und Michaels Hände und flog sie schnell zum Ufer. Während Wendy am Himmel kämpfte, um den Kanonenkugeln auszuweichen, flog Peter Pan direkt zu Captain Hook. Hook, willst du noch eine Hand mit Haken? Komm, fang mich doch. Hook zog seine Waffe und fing an, auf Peter zu schießen. Peter wich jeden Schuss aus wie ein Vogel. Tinkerbell rief die verlorenen Jungs um Hilfe. Es waren die 5 verlorenen Jungs. Tootles, Nips, Slightly, Curly und die Zwillinge. Jungs, Peter sagte mir, ich solle diesen Wendy-Vogel töten. Wir müssen Peters Befehl befolgen. Zielt auf den Vogel! Alle spannten die Bögen und zielten auf Wendy. Wendy flog, die anderen suchend, herum. Peter Pan? John? Michael? Tinkerbell? Wo seid ihr denn alle? Nips schoss seinen Pfeil direkt auf Wendys Brust und sie fiel herunter. Alle liefen los, um den abgeschossenen Vogel zu finden. Du Feigling Peter Pan, komm zum Ufer! Okay, wenn du willst, dass ich es tue. Peter Pan sprang mit seinem Schwert auf den Boden. Sie lieferten sich sogleich einen Schwertkampf. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Das Uhrengeräusch lenkte Captain Hook ab. Es ist zurück! Es ist zurück! Das hungrige Krokodil kam, um Captain Hook zu verschlingen. Captain Hook bekam Angst und rannte zu Schiff. Aha, schau, es ist ein Mädchen. Ein hübsches Mädchen. Warum sollten wir sie denn töten, Tinkerbell? Peter Pan kam mit John und Michael dazu. Was ist mit ihr passiert? Wer hat diesen Pfeil geschossen? Tinkerbell fliegt in einen Baum, um sie zu verstecken. Tinkerbell sagte, dass du befohlen hast, sie zu töten, weil sie ein Vogel sei. Oh, Tinker, wo immer du bist, bleib dort. Zeig mir nie wieder dein Gesicht. Oh, Wendy, was ist passiert? Öffne deine Augen. Oh, Wendy. Peter Pan zog den Pfeil aus ihrer Brust und sah, dass sie nicht blutete. Er traf den Walnussanhänger, den er Wendy geschenkt hatte. Wendy öffnete langsam ihre Augen. Peter, ich hab dich gesucht. Ich bin hier bei dir. Komm ins Haus. Warum erzählst du uns nicht eine Gute-Nacht-Geschichte? Ja, sehr gerne. Ich erzähle euch die Geschichte vom Aschenputtel. Ja! Hurra! 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 Ja! Am nächsten Tag machten sie sich auf den Weg in die Lagune der Meerjungfrauen. Die schönen Meerjungfrauen waren Peters Freunde. Plötzlich schrie Nips. Piraten, geht in Deckung! Alle versteckten sich hinter den Felsen. Peter und Wendy konnten sehen, dass die Piraten Tigerlily, die Tochter des Häuptlings, an einem Baum gefesselt hatten. Oh nein, Tigerlily, ich muss sie retten. Peter Pan fing an, die Stimme von Captain Hook nachzuahmen. Lasst sie frei! Aber Captain, du hast uns befohlen, sie hierher zu bringen. Lass sie los, Dummkopf. Es ist meine neue Strategie, Peter Pan zu schnappen. Ei, ei, Captain. Die Piraten banden Tigerlily ab. Sie rannte schnell zurück zum Indianercamp. Als Captain Hook erfuhr, was passiert war, wusste er, dass Peter Pan dahinter steckt. Hook wurde wütend. Jetzt reicht es aber. Ich werde Peter Pan eine Lektion erteilen. Ich finde dich, Peter Pan. In dieser Nacht erzählte Wendy den Jungen eine Geschichte über 3 Kinder, die ihre Eltern verließen und nach Neverland flogen. Ihre Mutter und ihr Vater haben sie sehr vermisst. Die Kinder liebten Neverland, aber sie vergaßen nie ihr Zuhause. Hört sich das nicht nach unserer Reise an? Oh, ja. Hier geht es nur um uns. Manchmal vergessen Eltern ihre Kinder. Andere Kinder nehmen dann ihren Platz ein. Unsere Eltern müssten auf uns warten. Wir sollten jetzt nach Hause gehen. Wir brechen morgen früh auf. Aber wer erzählt uns dann Geschichten? Warum kommt ihr nicht alle mit? Ihr könnt bei uns wohnen. Ja!
es wäre toll, eine Familie zu haben. Ja, ja, hurra, hurra. Peter, willst du nicht mit uns kommen? Ihr seid bald alle erwachsen. Ich will ein freier Junge bleiben und nicht dort leben, wo Eltern uns sagen, was wir tun sollen. Peter Pan war traurig, weil seine Freunde am nächsten Tag abreisten und er ganz alleine sein würde. Am Morgen verließen drei Kinder das Haus. Peter ging nicht raus, um sie zu verabschieden. Captain Hooks Piraten versteckten sich in der Nähe. Sie nahmen alle Kinder gefangen, fesselten sie und brachten sie zum Piratenschiff. Tinkerbell sah das von einer Baumkrone aus. Oh Gott, wo ist Peter Pan? Ich muss ihn warnen. Peter, 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 wo bist du, Peter? Was ist los, Tinker? Los, schnell, wir müssen unsere Freunde retten. Die Piraten haben sie erwischt. Oh, okay, dann los. Wir verfüttern Captain Hook an das Krokodil. Die Piraten hielten die Kinder in einem Netz gefangen. Ihr seid ein perfektes Mittagessen für das Krokodil. Dann wird es mich für immer verschonen. Ich hab dich, Hook. Captain Hook und Peter Pan kämpften mit ihren Schwertern. Peter Pan stürzte mit seinem Schwert Captain Hook ins Meer. Das Krokodil fraß Captain Hook ganz und gar auf. Das war das Ende von Captain Hook. Tinkerbell band die Kinder los. Alle versammelten sich um Peter Pan. Du bist tapfer, Peter. Wie ein Held in den Märchen. Jetzt werde ich deine Geschichte allen Kindern erzählen. Nun, das ist mir eine Ehre. Kommt schon, macht euch bereit zu gehen. Oder habt ihr eure Meinung geändert? Peter, bitte komm mit uns. Ich bin Peter Pan, der nie erwachsen wird. Ich begleite euch nach Hause. Ja, ja, ja. Sie machten sich auf den Weg nach London. Wendys Eltern freuten sich, ihre Kinder wiederzusehen. Frau Darling umarmte Wendy, John und Michael. Ich wusste, dass ihr eines Tages zurückkommen würdet. Ich habe euch so vermisst, meine Babys. Wer sind diese Kinder, Wendy? Es sind verlorene Jungs. Tootles, Nips, Slightly, Curly und die Zwillinge. Sie kamen aus Neverland, um bei uns zu leben. Können sie bitte bei uns bleiben? Ja, natürlich. Hurra, hurra, hurra. Peter schwebte vor dem Fenster. Peter, willst du deine Entscheidung nicht überdenken? Ich werde in Neverland bleiben, wo ich nie erwachsen werden muss. Auf Wiedersehen, Peter. Wir werden dich vermissen. Auf Wiedersehen, Wendy. Auf Wiedersehen, Jungs. Vergesst mich nicht. Peter Pan und Tinkerbell winkten zum Abschied und flogen zurück nach Neverland.